wenn ich gerade so über Träume nachdenke, ist mir noch einer eingefallen. Da war ich dann allerdings das andere Wesen sozusagen. Das Wesen sah so, also ich bin, war so unterwegs oder so und dann kam es zu einem Charakterersteller, das ist so aus dem Game war, das ein bisschen mäßig. Und dann habe ich ihn im Spiegel bekommen und dann war ich plötzlich innerlich komplett hellwach und dachte mir nur so, okay, ich sehe merkwürdig aus. Und dann habe ich weiter mit dem Traumzeug wieder gemacht, aber in dem Moment war ich komplett wach und glücklich. Und das Wesen sah so ähnlich aus bei, irgendwo auf einer Webseite gibt es so ein Bild von mehr katzenähnlichen Kopf, so Schlankenkopf mehr, spitze Ohren, goldene Hautfarbe mehr so in die Richtung. Genau, Golden Beings, so sahen die aus. Also so sah ich in dem Fall aus. Auch eine Verbindung, ganz klar sozusagen für dich, ein Moment, eine Reise von dir in die Handfläche hinein sozusagen, von der Handfläche aus, du dann mehrere Möglichkeiten hast, dich wahrzunehmen, in die verschiedensten Fingern wieder zu wandern und sozusagen Angelina erstmal woanders zu lassen, in den Finger sozusagen nicht bewohnen in dem Moment und kurz mal in einen anderen Finger hereinschlüpfen. So ist genug Platz für euch alle, für Seelenanteile, für euer Bewusstsein da, um sozusagen zu zweit, zu dritt, zu viert auch mal kurz in einen Körper hineinzugehen. Und so könnt ihr auch, so wie dieser Körper es macht, kurz andere Wesen mit hineinlassen. Und in einem Traum, wo ihr mehr zulasst von all dem, was ist, von einer Realität, sieht es dann für euch auch so aus, als hättet ihr diesen anderen Körper, als könnt ihr ihn auch bewohnen, temporär, und tut dies dann auch in diesem Moment. So habt ihr alle sehr viele verschiedene parallelen Inkarnationen in den verschiedensten Körpern, in den verschiedensten Elementen. Und irgendwann einmal in einer, wenn ihr so wollt, aus eurer linearen Perspektive, sehr entfernten Zukunft, werdet ihr genau ein Leben dort in dieser Handfläche führen. Und dann mal kurz der sein und dann wieder zurück und dann mal kurz der sein und hin und her switchen. Und die Idee sozusagen eines Shape-Shiftings auch immer mehr annehmen. Dabei switcht ihr einfach nur herum in den parallelen Versionen von euch und nehmt euch mehr von einem übergeordneten Bewusstsein wahr, einer Überseele, und lebt eine Lebzeit, wenn ihr so wollt, in dieser Überseele, einen temporären Teil eurer Erfahrung. Cool. Das heißt, alles, was ich jemals geträumt habe, existiert wirklich. Genau, so ist es. Manchmal ein bisschen beängstigend. Sehr wohl, sehr überwältigend. Genau aus diesem Grund bist du ja auch hier und jetzt als Erdenmensch, um nicht alles von dem wahrnehmen zu dürfen, zu müssen, wenn du so willst. Und deshalb betonen wir auch immer wieder, kommt in die Freude, kommt ins Hier und Jetzt, genießt die Zeit hier. Es gibt keinen Druck, sozusagen irgendetwas zu erreichen, irgendetwas Besonderes zu kreieren, zu erleben. So ist jeder Moment einzigartig. Und so könnt ihr euch heimlich vielleicht schon freuen. Irgendwann mal wieder kann ich auch wieder der und die gleichzeitig sein und das und hier. Ja, mal gucken, wann der Zeitpunkt kommt, wo ich das bewusst steuern kann. Auf jeden Fall, ich wollte noch die letzte Frage von Simon stellen.